Herzlich willkommen bei der Media Markt Kochshow. Wir haben heute nicht in einem neuen Kochstudio, sondern wir sind ausgewandert. Aber nur für heute. Wir sind live vom Keltenhof. Mit dabei ist der Hannes, den kennt man ja schon. Hi, grüß euch. Und da haben die Olzäpfel. Was machen wir heute? Heute dreht sich alles rund ums Eis. Und ich würde sagen, jetzt starten wir. Also eigentlich kochen wir einen schönen Fischsud. Ja, und der Fischsud wird dann eigentlich nur noch runtergefroren mit der Sorbetiere. Und somit machen wir das Eis. Wie lange dauert ein Eis, bis es zubereitet wird? Ja, das kommt davon, was man für ein Eis macht. Genau. Also das kommt ganz darauf an, was für ein Eis das man macht. Wenn man jetzt so ein Fischeis macht, wo man zuerst einen Fischfond kochen muss und einen Fischsud ansetzen muss, dauert weitaus länger, als wenn man jetzt dann nachher dann das Sauerrahmeis oder das Oxalis-Sorbet machen. Wir haben nochmal eine Frage gekriegt über Facebook, und zwar, welche Basics benötigt man zur Eisherstellung? Also im Grunde genommen ist es einfach so, ihr nehmt das her, was ihr haben wollt. Ob das jetzt ein Creme-Eis wird oder ob das ein Sorbet wird, ein Fruchteis, ein Fischeis, wie auch immer. Ihr müsst eine leichte Bindung in das Ganze reinkriegen. Und was halt das Schöne ist, es gibt da jetzt ein neues Bindemittel. Das heißt Basic Textur. Hannes, es ist eine Frage gekommen, jetzt gerade über Facebook, wie man am besten Apfeleis macht. Mousse oder geschnittene Äpfel? Was ist da am geschickten? Also da führen auch wieder viele Wege nach Rom, darf ich jetzt einmal sagen. Gerade wenn man mit dem Basic Textur arbeitet, wer einen Safter daheim hat, schönen grünen Apfel, Granny Smith, durchlassen, ein bisschen mit Zucker, ein bisschen mit Ingwer abschmecken, das Basic Textur dazu und einfach in der Sorbetiere gefrieren und man hat eigentlich schon ein wunderschönes Apfelsorbet. Also es geht ruckzuck. Ansonsten, man kann natürlich auch ein Püree nehmen, ja. Wer es ein bisschen strukturierter haben will. Also ich glaube, am wichtigsten ist, dass man sich den Apfel raussucht, was man gern hat, dass das auch dann gut passt. Also jetzt haben wir nochmal eine Frage gehabt, wie man das Eis am besten, also dass es nicht so hart wird. Das liegt einfach am Gefrierfach, dass das zu hoch eingestellt ist. Also 10 Grad, 9 bis 10 Grad ist da einfach perfekt und das ist das Beste. Aber wenn das halt dann höher geht, dann wird es meistens ein bisschen eng. Jetzt kommt eine Frage, wie lange man Eis in der Tiefkühltruhe aufheben kann. Ja. Also eigentlich nicht so lange, weil das soll man ja essen. Wenn man schon was Frisches produziert, dann soll man das relativ zügig essen. Nee, also was soll denn da kaputt gehen? Wenn nichts auftaut, dann irgendwann geht es halt auch schon Geschmack verlöten, aber nicht wirklich viel. Gut, jetzt sind wir schon einmal dabei, dass wir mir den ersten Slushy machen. Servus, ich bin der Hannes. Ich bin der Flo, servus. Flo, auf geht's. Zack, zack. Also wir haben noch eine Frage gerade gekriegt. Erdbeereis mit Kräutern. Flo, was für eine Kraut soll man hernehmen, dass man dem Erdbeereis einen besonderen Touch verleihen kann? Minze ist ja auch ein Kraut. Schokominze, Orangenverbene. Orangenverbene ist auch schön. Ja, und Basilikum geht auch. Basilikum ist auch schön mit Pfeffer dann, das wäre natürlich auch noch eine tolle Geschichte. Ja. Die Frage war, was man mir für Zutaten empfehlen würden, für ein Raffaello-Eis oder ein Kokosnuss-Eis? Ja. Also für. Das ist schon ganz nah am Kühlschrank jetzt. Ja. Ganz, ganz nah am Kühlschrank. Ja gut, also Raffaello-Eis, da würde ich jetzt mal sagen, da würde ich auch wieder mit Basic Textur arbeiten, ich darf mit Kokosmilch arbeiten, ich darf mir vielleicht irgendwie einen Kokoslikör suchen. Kokosöl finde ich natürlich auch cool, weil es den Schmelz halt dann echt richtig geil hat. Kokosöl funktioniert, dann muss natürlich irgendwie die Mandel rein, entweder in gerösteter Form und stückig, oder man kocht da Mandelmilch vorher, so in die Richtung. Und wenn das Eis fertig ist, das Ganze in einem schönen Biskuit umwälzen und geröstete Kokosflocken drüber, dann passt es, dann ist das richtig gut.
Es ist jetzt nochmal eine Frage aufgekommen, ob die Teile der Eismaschine, Spülmaschinen geeignet sind. Auf alle Fälle, weil man kann das nämlich komplett rausnehmen. Das seht ihr jetzt nachher gleich, wenn wir anfangen. Den Korpus, also das ist dann so ein Eimer, wo man dann das Eis auch schön zu Nocken abstechen kann. Der Rührer und auch den Deckel kannst du alles in die Spülmaschine packen. Jetzt ist noch eine wichtige Frage aufgekommen, wie viel Eis das man mit der Maschine machen kann, also Fassungsvermögen. Da kannst du 1,5 Liter Eis produzieren. Und ich denke, das reicht auch. So 1,5 Liter, dank für so eine vierköpfige Familie. Andi, du bist ja gerade am Anrichten. Wir haben jetzt nochmal eine Frage gekriegt, und zwar ein User stellt sich das sehr, sehr schwierig vor, dass das reicht, wenn die Kräuter nur so drin liegen, dass der Geschmack in den Fisch oder in die Garnelen einzieht. Ja, es reicht völlig aus, weil genau aus dem Grund, ich will ja den Fischgeschmack, den tollen von der Meerbarbe, will ich ja nicht übertönen, ich will den nur unterstützen. Und deswegen machen wir am Schluss die schaumige Butter mit rein und die zieht die ätherischen Öle aus, den ganzen Kräutern raus und damit übergießen wir den Fisch und das ist wie ein Parfümieren, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Alle vor, auf geht's. Ansonsten, Andi, an dich. Ralf, danke dir. Ein herzliches Merci. Hannes, merci. Wir sind mal raus. Bis dann. Ciao, servus. Ciao, bis zum nächsten Mal.